Sparkasse ist die soziale Marktwirtschaft in Unternehmensform. Und das ist auch die Stärke der Sparkassen, dass sie ihren Kunden kennen. Die Sparkassen, die machen wirklich Realwirtschaft. Und denke, darum braucht man auch Sparkassen. Wir sind auf jeden Fall ein ganz zentraler Stabilitätsanker für den deutschen Mittelstand und damit für den größten Arbeitgeber und den größten Ausbilder und den größten Investor und Innovator der deutschen Volkswirtschaft. Der Vorteil unseres Systems beruht darin, dass es produktiver ist, aber dass es halt erhebliche Einzelrisiken gibt. Das ist es. Ich glaube, das Modell Sparkasse hat mindestens so viel Zukunft, wie es Vergangenheit hat. Um mit Pfarrer Weber zu sprechen, errichtet Sparkassen. Die Sparkassen sind einfach als Kreditinstitute des kleinen Mannes gegründet worden. Das ist die erste österreichische, also im Jahr 1819, das war die erste in Österreich. Das war damals der Typ der Vereinssparkassen. Damals war das die Möglichkeit für den kleinen Mann, sich ein bisschen was zu ersparen, vielleicht auch einen kleinen Kredit zu kriegen. Das war der Beginn. Dieses Büchlein, das ist eigentlich die Grundsatzerklärung zur Sparkassenidee und ist eigentlich ein Buch, das einen sozialrevolutionären Inhalt hat. Kommt von Pfarrer Weber, ist im Jahr 1820 von ihm aufgelegt und verbreitet worden. Und ich möchte eigentlich nur ein Zitat, das mir besonders gut gefällt, jetzt daraus anbieten. Alle Jahre aber 50 Gulden erspart und eingelegt, geben in 25 Jahren die Summe von 2.178 Gulden und 7 Kreuzern. Mit diesem Gelde können die Erleger einst ein Kind versorgen, eine alte Mutter ernähren und sich selbst ein sorgenfreies Alter schaffen. Zurück in die Zukunft ist ein Schlagwort. Aber aus der Geschichte der Sparkassen heraus kann ich sagen, wir haben eine große Periode gehabt nach dem Krieg und von der kann man auch heute viel lernen. Wir haben ja deswegen auch für diesen Sparkassentag das Motto Zurück in die Zukunft gewählt, weil in einer anderen, neuen Form Menschen wieder das suchen und das benötigen, was Sparkassen ihnen anbieten. Nämlich ihre Einlagen verwaltet und vermehrt. Und diese Funktion, die vor der Krise belächelt wurde, da hat man das als verstaubt, als zukunftsunfähig, als völlig unsexy angesehen, ist jetzt wieder ein Modell, eine Funktion, die nachgefragt wird. Gesunde Banken und Sparkassen sind ein Rückgrat, so wie in Österreich die KMUs, also die Klein- und Mittelbetriebe, und die sind ja gerade die Hauptkunden der Sparkassen. Die Sparkassen sind deswegen so attraktiv, weil in dieser großen, weiten Welt der Mensch schön langsam wieder mehr Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Regionalen, nach Überschaubaren bekommt. Und genau dort sind wir platziert. Und das andere ist natürlich unser Engagement im Breitensport. Das beginnt bei der Schülerliefer, das geht aber auch ins Laufen. Wir haben Kunden aus allen Schichten. Wir wollen für alle unsere Kunden etwas machen, weil wir das eben nicht als Werbung in dem Sinn sehen, sondern als Gründungsauftrag, Lebensqualität vor Ort zu schaffen.
Wir sind eine Gesellschaft, die immer älter wird. Die Betreuung der alten Menschen, die Begleitung der Sterbenden, der Kranken ist etwas, was der Staat vielleicht nicht immer übernehmen kann. Und daher ist die Hospizbewegung eine Organisation, mit der wir sehr gut und seit Jahren sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Die zweite Sparkasse ist eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben in Wahrnehmung unserer sozialen Verantwortung. Sie ist eine Sparkasse, die Menschen ein Konto gibt, die Pech gehabt haben im Leben und bei anderen Banken kein Konto mehr bekommen. Man darf nicht vergessen, Sparkassen kommen aus dem sozialen Gründungsumfeld und waren steuerfrei. Und wir haben das erste Spital gebaut, wir haben die erste Schule gebaut, wir haben den ersten sozialen Wohnbau gebaut. Also wenn man das wegdenkt aus den Städten, dann versteht man, was Sparkassen vor Ort schaffen. Und das beginnen die Menschen wieder mehr zu schätzen. Back to the future. Ich denke, Sparkasse bleibt bei ihrer Rolle, Realwirtschaft dienen. Das ist gut, das persönliche Kontakt mit den Kunden behalten, auch gut, aber Digitalisierung, voll aus die Digitalisierung gehen, um die Kosten zu vermindern. So, das ist die Sparkasse der Zukunft, denke ich. Ich glaube auch, dass die gerade bei der Sparkassenidee so deutlich wird, dass sie einen sehr großen liberalen Ansatz hat, also vom Objekt zum Subjekt hin, Eigenständigkeit, Eigenverantwortung. Und das ist wiederum das, was die liberale Idee mit der jetzigen Digitalisierung in Wahrheit verbindet. Deshalb ist die Digitalisierung eine große gesellschaftspolitische Herausforderung und dadurch, dass die Sparkassen eine ganz wichtige Säule unserer Gesellschaftspolitik sind und ich hoffe auch immer sein werden, müssen wir uns der Digitalisierung stellen und das hoffentlich mit großem Erfolg.